Kirmeswetter. Was ein wundervoller Beginn dieser wundervollen fünften Jahreszeit in dieser wundervollen Stadt. Wir, die Schausteller, sind unheimlich froh, dass wir bei Kaiserwetter diese Kirmes mit euch feiern können. Und ich begrüße natürlich als erstes, als Sprecher der Schausteller, den ersten Bürger der Stadt, unseren Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Dann haben wir erstmalig dabei meine Freundin Barbara Möllmann, den ersten Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter. Last but not least, den Chef der Stadtmarketing, Ludger Dippes. Liebe Wochelter, es ist in jedem Jahr Tradition, dass wir die Kirmes hier am Riesenrad eröffnen. Darauf freuen wir Schausteller uns natürlich jedes Jahr sehr. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit, aber dazu kommen wir später. Ich gebe jetzt als erstes mal das Wort unserem Bürgermeister. Herzlichen Dank, lieber Philipp Traber, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wocholterinnen und Wocholter, verehrte Ehrengäste, die hier zum Wasseranstich gekommen sind. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich hier auf der Wocholter Kirmes begrüßen und freue mich einfach, dass wir so Glück mit dem Wetter haben, dass so ausgelassene Stimmung heute schon am ersten Nachmittag hier herrscht. Und bin einfach sehr dankbar, dass sowohl die Schaustellerinnen und Schausteller in den letzten Tagen so akribisch gearbeitet haben, darüber hinaus aber ganz, ganz viele Menschen schon seit Wochen und teilweise Monaten die Kirmes vorbereiten. Allen voran sicherlich das Stadtmarketing unter Leitung von Herrn Dickus. Auch dafür an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und von Ihnen vielleicht auch einen herzlichen Applaus. Jahre Wocholter Kirmes, das ist, glaube ich, schon ein Begriff an sich, aus dem jeder erkennen müsste, wie wichtig dieses Fest für diese Stadt ist und wie tief verwurzelt es in den Herzen der Wocholterinnen und Wocholter ist. Wir haben das im letzten Jahr in unserer Markenanalyse auch ganz klar herausgefunden. Über die Hälfte der Wocholterinnen und Wocholter würde, wenn sie irgendwas von ihrer Stadt fremden Leuten zeigen müssen, sagen, komm auf die Wocholter Kirmes, hier ausgelassen, erlebt diese Stimmung hier, dieses ganz besondere Miteinander, das wir alle hier haben und das insbesondere die Schaustellerinnen und Schausteller jedes Jahr wieder in das Herz unserer Stadt bringen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es geht nicht ohne Schausteller, es geht aber auch nicht ohne die Menschen, die mit so viel Vorfreude, so viel Enthusiasmus auf dieses Event schon hinarbeiten, wochenlang sich freuen, und diesen Platz und all unsere Plätze in der Innenstadt einfach mit dieser Atmosphäre dann segnen. Dafür bin ich sehr dankbar und dafür wünsche ich uns allen, dass diese Kirmes, die in diesem Jahr vielleicht auch ein bisschen unter dem Vorzeichen steht, dass wir ein bisschen mehr aufeinander Acht geben müssen, bitte ich einfach, dass Sie alle friedlich, freundlich, freundschaftlich miteinander feiern, dass wir hier ausgelassen sind. Und dass wir dann am Ende der Kirmes wirklich sagen können, es waren wieder vier unvergessliche Tage. Das wünsche ich Ihnen allen, das wünsche ich uns allen und darauf freue ich mich sehr. Insofern freue ich mich gleich, dass ich heute mit zwei Akten die Wocholter Kirmes eröffnen darf. Aber dazu kommen wir in der Tat später. Und da darf ich dann vielleicht direkt weitergeben an den Präsidenten des Schaustellerverbandes, Albert Ritter, der jetzt vielleicht noch ein bisschen auflösen kann, warum hier neben dem Fass noch ein zweites Insignium steht, das wir heute zum, ja, jetzt hätte ich beinahe den Begriff schon benutzt, aber zum Eröffnen der Kirmes benutzt. Lieber Albert, schön, dass ihr Schausteller wieder hier seid und schön, dass du wieder hier bist. Und insofern darf ich dir sehr herzlich das Wort. Albert, eine Sekunde. Aha. So, dann geben wir ein bisschen Gummi hier, damit wir das Stottern per Mikrofon auflösen können. Tut mir leid, Herr Bürgermeister, dass ich jetzt das bessere Mikrofon habe, aber die Schausteller und Schausteller wissen, was ich gehört, wer die Stimme erheben soll. Nein, selbstverständlich sind wir froh und dankbar, den ersten Bürger der Stadt wieder bei uns zu haben. Und wir haben gestern schon auf der Versammlung gehört, mit welcher Freude, Engagement Sie für Ihre Kirmes hier in dieser Stadt einstehen. Und auch für die zukünftigen Herausforderungen, vielleicht mit wechselnden Plätzen, haben Sie die volle Zusage erteilt. Und ich glaube, für so einen kirmesfreundlichen Bürgermeister bedarf es noch einmal zur Motivation einen riesigen Applaus.
natürlich beste Wünsche vom Deutschen Schauspielerbund und da wir natürlich hier in der Grenzregion sind, ganz dicht dabei an den Niederlanden, auch beste Grüße von der Europäischen Schaustellerunion. Die Bocholter Kirmes ist ein Highlight in der Kirmeslandschaft in ganz Europa und die Stadt Bocholt, die Bürgerinnen, die Bürger, die Politik können stolz darauf sein und wir sind dankbar, dass hier alle Ampeln auf grün gestellt sind, wenn es heißt, wir feiern alle miteinander eine friedliche und sichere Kirmes. Und dafür stehen wir Schausteller gerne mit ein. Wir haben hier heute eine kleine Premiere für Bocholt. Denn die Historie dieser original über 100 Jahre alten Kirmesglocke möchte ich gern kurz einmal erläutern. Es ist eine gute Tradition, dass wir auf unseren historischen Volksfesten mit über 1200-jähriger Tradition die Veranstaltung einläuten. Insbesondere der Begriff Einläuten ist uns Schauspielern dann wichtig, denn er beinhaltet dann auch den kirchlichen Segen. Denn Kirmes kommt von Kirchmesse und der Bürgermeister wird gleich mit drei Glockenschlägen, alte Traditionen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, den Segen auch für diese Kirmes durch das Glockenläut dann erbitten. Und diese Glocke hat die Tradition, und ist bereits von 1883, da wurde der erste Schaustellerverband auf deutschem Boden gegründet, mit Namen Klimbim. Und dieses Klimbim sollte erinnern an den Karussell und Glockenklang, die dort früher in der Zeit war ja an jedem Geschäft eine Glocke, an der Schiffschaukel, an der Schaubude, überall wurden die Attraktionen mit durch Glockenklang der Karussellglocken eingeläutet. Und das wollen wir nun heute auch tun. Durch die Hand des Oberbürgermeisters der Stadt. Kein anderer Bürgermeister, okay, vielleicht könnt ihr ja noch bei Eingemeinden, damit wir die Tatbestand auch noch erfüllen. Aber ich glaube, es gibt einen schlimmeren protokollarischen Fehler, wie jemanden zu erhöhen. Also bitte, Herr Bürgermeister, ans Werk. So, meine Damen und Herren, es geht natürlich weiter. Das war der erste Teil der offiziellen Eröffnung. Als nächstes gebe ich das Wort weiter an unseren Stadtmarketingchef Ludger Dikus. Und der wird sich gar nicht lange mit großen Worten aufhalten, denn lieber Albert, das ist eine tolle Tradition, die ihr auf großen Kirmessen schon durchgeführt habt und die wir jetzt auch in Bocholt durchführen dürfen. Der Bürgermeister hat das eben schon gesagt, er war mal Bürgermeister der Glockenstadt Kescher. Umso mehr freuen wir uns, lieber Thomas Kirchhoff, dass wir jetzt hier in Bocholt auch mal eine Glocke läuten konnten vor offiziellem Hintergrund. Aber meine Damen und Herren, die Tradition gebietet es auch, dass eine Kirmes, ein Oktoberfest durch einen Mastanstich eröffnet wird. Das wollen wir nun auch machen, ohne aber nicht zu vergessen, dass man sich auch aus unserer Sicht, aus Sicht der Stadtmarketing, der Schausteller der Stadt, auch nochmal bedanken möchte bei den Sponsoren, also bei Rad Extra der Woche der Energie- und Wasserversorgung, bei der Bitburger Brauerei und bei der Volksbank Bocholt, ohne die solche Veranstaltungen nicht möglich sind. Ich ganz persönlich möchte mich einerseits bei den Schaustellern noch einmal bedanken, lieber Philipp, lieber Willi, lieber Rudi, jetzt lieber, ich sag es jetzt. 320 Schausteller sind in Bocholt, ohne euch wäre diese Kirmes nicht das, was sie ist. Mit euch zusammenzuarbeiten ist professionell, macht sehr, sehr viel Spaß. Das sind einige Tage, die wir hier miteinander verbringen. Intensiv, aber echt effektiv, macht wirklich Spaß. Und den Dank, den ich auch weitergeben möchte, ist der an Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, ESB, Sicherheitsdienst, Tontechniker, all die, die hier helfen und uns für eine gute, eine effektive, eine spaßige, eine sichere Kirmes sorgen. Und last but not least, ja, last but not least, auch in eurem Namen, liebe Schausteller, Dank an mein Team, vor allen Dingen an Markus Kock, an Tim Becker, an Christina Frerichs, die seit Monaten mit der Kirmes beschäftigt sind, auch der Rest des ganzen Teams. Macht mich stolz, dass das so gut klappt und auch mit euch zusammen so gut klappt. So, genug der Worte, Herr Bürgermeister, schreiten Sie zur Tat. So, bis der Bürgermeister hier ist, habe ich dann natürlich auch ein paar Dankworte zu sagen. Und ich werde mich nicht nochmals bei den gleichen Herrschaften bedanken, aber ein Riesenapplaus für dieses komplette Team des Bocholter Stadtmarketing und allen, die dazugehören. Ohne die wäre eine so tolle Innenstadtkirmes nicht möglich.
Und nun? Ach, ich begrüße, Lars. Umso später der Abend, desto schöner die Gäste. Die NRW-Kirmeskönigin ist auch soeben aus Bremen eingetrudelt, nur für diesen heutigen Empfang. Bitte empfangen Sie mit einem riesigen Applaus mein Patenkind Pauline Schäfer. So, jetzt können wir loslegen. Wir sind gespannt. Achtung, ein bisschen Stimmung. Auf geht's und... Nicht schlecht. Der Hahn ist auf. Der Hahn ist auf. Das waren zwei... Hör mal, das ist ja... Zweieinhalb. Ein Riesenapplaus. Das Bier läuft. Thomas, du hast das Wort. Gib mich zu. Anetab ist. Nochmal. Lass laufen. Anetab ist. Also, es kann losgehen. So, jetzt müssen wir hier mal immer wieder das Mikro. Die Ballon steigen. Ja. Und das Bier läuft wie blöd. Oh, machen wir schon. Jetzt machen wir das hier zum ersten Mal oder was? Lügt jetzt.